Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part ist sehr, 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 sehr viel Betrug passiert. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern. Und ja, da sind wir jetzt wieder und sind hier auf Route 13. Wir sind nochmal woanders lang gegangen. Eigentlich wollten wir südlich von Ondula lang. Jetzt sind wir aber nördlich, weil wir da einen Weg ausgelassen haben. Was findet man denn hier für ein Pokémon? Ein Ohr, doch, ja, gut, kennen wir schon. Ich wollte da jetzt einfach nur mal reinschauen, weil hat mich interessiert, was da jetzt auf uns wartet. Gut, ich gehe aber hier auch wieder raus. Wir sind hier auf der nächsten Route. Die Trainer sind immer noch höllisch schwer. Mit höllisch schwer meine ich auch höllisch schwer. Es ist nicht gerade hier wirklich einfach und ja, wir schauen mal, was daraus wird. Hier ist ein Zerschneiderbaum. Ich habe allerdings jetzt keinen Zerschneider dabei. Hier geht es hoch. Die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel für Surfer und so. Da. Da braucht man Stärke dort oben. Ah. So, dann hier. Das sieht nach jemand aus, der Wasser-Pokémon eventuell einsetzt. Allerdings sind Jonas und Luke schon auf einem sehr hohen Level. Generell bräuchte Michelle Training, allerdings, ja. Wenn jetzt ein Wasser-Pokémon drankommt, ist Michelle vielleicht nicht die beste Wahl. Daher wechsle ich zu René. Und mal sehen, vielleicht ist das doch auch kein Wassertrainer. Mal sehen. Ja, das ist ein Ast-Trainer. Okay, na gut, dann habe ich mich wohl geirrt. Setzt ein Enikoro. Ja, gut. Das ist eigentlich René genau richtig, weil Kampf sehr effektiv ist und interessant. Der Hintergrund hat sich so bläulich gefärbt, nur weil wir gerade auf dem Wasser laufen. Ja, ist nicht verkehrt. Was verkehrt ist, ist Mogelhieb, weil das fuckt nur ab. Und erhöht unseren Initiative-Wert. Ja. Hat ihm also rein gar nichts gebracht. Boah, Gesang wollte er einsetzen. Uiuiui. Och nee. Ui. Ich dachte gerade schon, jetzt trifft Gesang bestimmt. Aber gut, mit Metallklaue haben wir ihm den Rest gegeben. Das hat ordentlich. EP gebracht. Zaplalek. Das war doch auch dieser Undicht-Typ da. Undicht-Kampf. Nee! Och nee, ich bin so dumm. Das ist natürlich unser Luke. Komm, Michelle, da bist du doch genau richtig. Elektroattacken haben keine Wirkung. So, leider haben wir kein Erdbeben oder so, daher müssen wir zu Schaufler wechseln. Generell so Erdbeben wäre noch geil, oder Intensität. Auch eine schöne, starke, Scheiße. Daran habe ich gar nicht gedacht. Daran habe ich kein bisschen gedacht. Zumal wir von Pokémon auch ein Team haben, denke ich persönlich nicht daran. Na toll. Wieder zurück zu René. Das war aber nix. Na toll. Kraftwelle. Zum Beispiel wollte ich es jetzt klug anstellen, ohne es effektiv gegen Elektro. Ja. Ah, das macht sehr, sehr viel Schaden. Ich hoffe jetzt auf irgendwie einen Volltreffer oder dass seine Paralyse wirkt. Shit. Shit. Aber es wird es besiegen. Nein, wird es nicht. Sehr schön. Dann ich besiege es. Boah, 5 KP. Das war sehr, sehr knapp. So, Level 39 für René. So langsam laufen auch wieder die Level. Hat ja wirklich lange Zeit gestoppt, weil wir ja Luke und Finn trainieren mussten. Daher sind wir auch momentan so extremst underlevelt, also wirklich extremst. Aber dafür ist es spannender. Nicht Beleber, ich würde super dran. 2 sogar für René. Und noch einen für Michelle. Jo, inzwischen sind auch schon einige Parts von Pokémon draußen. Und ich muss ehrlich sagen, Pokémon kommt bei euch richtig gut an. Das muss ich mal wirklich so festhalten. Ich schaue da auch wirklich drauf. Ich finde das richtig geil. Ist da ein Angler? Ja.
oder? Weiß nicht. Mal sehen. Ja, doch, Angler. So, das ist die Chance, mal kurz darüber zu reden, was hier für Pokémon vorkommen. Da muss ich mal ganz kurz zu PokéWiki wechseln. Da bin ich so noch auf PokéWiki, aber ich muss kurz die Route eintragen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. So, ein All sind wir natürlich. So, hier. Derweile. Oh, ein Aquana. Ein Aquana. Natürlich hätte ich auch Loop oder irgendwas einsetzen können. Allerdings sind beide schon auf eigentlich ein sehr hohen Level. Na gut. Wiederum. Okay. Wiederum ist Luke, glaube ich, auch Level 39. Verteidigung ist stark erhöht worden. Dann setze ich mal Schwertanz ein. Angriff steigt stark. Gut, derweil kann ich ja mal kurz reden hier. Lehmbrühe, ist das nicht eine Bodenattacke? Wenn ja, dann ist das sehr effektiv. Ne, normal effektiv, okay. Komm, Luke, du bist dran. Im hohen Gras findet man zu 25% jeweils einen Tangela und einen Pelipper. Dann zu 15% jeweils ein Driftzeppeli oder ein Abzol. Okay, interessant. Und zu 10% entweder ein Lunastein oder ein Sonnenfell. So, wir setzen hier auf den Funkensprung ein. Das war das ganz normale hohe Gras. Oh, sehr schön. Und weiter geht's. Im dunklen Gras findet man zu eigentlich genau dasselbe, auch mit denselben Häufigkeiten. Warte, Pech. Ja, es sind genau dieselben Häufigkeiten. Daher brauche ich das nicht nochmal vorlesen, ist genau dasselbe. So, und dann gibt es noch das raschende Gras. Da findet man zu 85% ein Ordoch, zu 10% ein Emolga und zu 5% ein Angulos. So, er ist besiegt. Freut mich. Den haben wir jetzt auf der 1 drin. Nee. Dann wechsle ich mal zu Nico, zu Michelle. Oh ne, finde nur noch Michelle. Wechsel mal zum Michelle. So, dann kann man noch Pokémon per Surfen antreffen. Da gehe ich gleich hin. Vorher, na gut, hier kann ich halt nichts machen im Wasser. Ich habe momentan keinen Surfer dabei. Hier ist noch ein Trainer. Beim Surfen kann man zu 65% Häufigkeit ein Quabbel finden. Zu 30% ein Sternduo und zu 5% ein Barschuft. Hier findet man also ein Barschuft, interessant. Dann per Superangel findet man zu 70% ein Libiskus, zu 30% ein Mushas. Romeo. Was war nochmal für ein Typ? Ich setz mal Feuer-Odemal. Feuersturm, da ist eine sehr starke Attacke, sieht richtig geil aus. Aber ist nicht sehr effektiv. So, dann beim Pokémon Surfen, beim normalen Surfen, der Pokémon Schatten, so rum, kann man noch finden zu 60% ein Sternduo, zu 30% ein Apokalyp, zu 5% ein Barschuft und zu 5% ein Starmie. Er setzt Sonnentag ein, interessant. Hat er jetzt so ein Flugtyp? Feuertyp? Könnte ich sein. Das war ja nice. Eine Feuerattacke wird aber jetzt um einige stärker sein, glaube ich. Jetzt mal einen Supertank ein, um das mal auszutesten. Dann per Pokémon-Schatten beim Angeln findet man zu 65% einen Mushas. Zu 30% Oh, Blizzard? Blizzard? Scheiße, das ist viel effektiv. Das wird mich hier umhauen. Ja, war klar. Zu 30% ein Libiskus und zu 5% ein Austoss und dann per Schwarm findet man zu 40% einen Schwalbass. So, das hat jetzt ordentlich reingehauen. Am Finde machst du den Rest. Ja gut, gegen 4 Versprecher kann ich auch nichts machen. Das war jetzt einfach Pech. Ich wusste nicht, dass er so eine krasse Attacke hat, vor allen Dingen. Nachtnebel. Was? Er hat noch eine Wasserattacke? Was ist denn das für ein Vieh? Hydropumpe, Feuersturm, Blizzard,
Nee, Hagelsturm war das? Nee, doch Blizzard. Blizzard, genau. Dann Sonntag. Alter, krasses Pokémon. Krasses Pokémon. Richtig geile Typen. So, das schreit jetzt erstmal nach Paar Super trinken. Komm hier, René kriegt auch nochmal eine Heilung. Und nach dem Beleber natürlich für Michelle. Nochmal ein Supertrank. Ah, warum sind hier ab und zu kleine Lags? So, da sind noch ein paar Wassertrainer. Hier ist noch ein Asttrainer, den will ich kurz noch herausfinden. Was ich hier mache, ich bin in Sachen Schatzsuche unterwegs. Ja, Schatzsuche! Das macht total Spaß, Wahnsinn. Erst vorhin habe ich am Strand was gefunden. Vergraben im Sand. Da ich genauso was ich aber schon mal gefunden habe, überlasse ich es dir. Rote Flöte, okay. Morgen gehe ich wieder auf Schatzsuche. Wer weiß, vielleicht finde ich ja was ganz Tolles. Schau doch einfach nochmal vorbei, wenn du Zeit hast. Okay, da kann man wohl tagtäglich vorbeischauen. Cool. So, und dann ist hier ein Haus. Seit der Erfindung des Pokéballs kann sich wirklich jeder Pokémon halten. Ganz recht, selbst die fiesesten Typen. Ja, jede Erfindung hat Vor- und Nachteile, beziehungsweise kann man aus zwei Seiten sozusagen betrachten. Dementsprechend halt auch Pokébälle. War mit der Atomtechnik damals genauso. Wenn man so die Atomwaffen sich anschaut, allerdings konnte man das auch als Energiegewinnung nutzen. Natürlich muss man dabei bedenken, dass auch die Energiegewinnung da vielleicht nicht ganz so geil ist. Ja. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass an manchen Dingen, die Team Plasma damals gefördert hat, durchaus was dran ist. Deshalb müssen meine Pokémon auch nicht in Pokébällen nehmen. Aber diese Sormak will mir trotzdem nicht gehorchen. So, ist hier hinterm Haus noch irgendwas? Stimmt. Nee? Obwohl, hier ist. Nee, hier ist nichts. Das sah zuerst so aus, als würde man da durchgehen können. So, dann gibt es dort rechts Wassertrainer. Und irgendwo gibt es hier noch ein Item. Eine Riesenperle, kann man verkaufen? Wunderbar. So, Wassertrainer. Ach ja. Da wächst ich natürlich. Luke, gönn dir mal die EP, weil irgendwas ist schon auf Level 40. Daher soll ruhig Luke jetzt auch da erstmal folgen. So, nebenbei mal schauen, wie wir es haben, weil ich mache heute noch einen Livestream. Nicht für euch heute, sondern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Daher darf ich hier jetzt nicht allzu lange machen, aber so 2-3 Ports, das geht auf jeden Fall. So, Knirscher setzt ein. Ja, macht trotzdem viel Schaden, obwohl es normal effektiv ist. Aber es hätte schlimmer sein können. So, er ist weg. Wir sind wenigstens auf demselben Level wie die Gegner jetzt. Zumindest mit Luke. So, ein Stern-Duo. Hat's Level 40. So, Stern-Duo, das wird jetzt hier nicht schwer sein. Gyro-Ball, eine Stahlattacke, okay. Keine Step-Attacke und außerdem nicht sehr effektiv. Es war ein Volltreffer, aber trotzdem macht so wenig Schaden. Interessant, ein Stern-Duo kann Gyro-Ball, wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus, also so ist es nicht. So, Level 40 für Luke. So, ich würde gerne auch mal die anderen die EP hier gönnen, aber ja gut. Ich hoffe, das sind die einzelnen zwei Wassertrainer, weil... Gerade die beiden, die was gegen Wasser haben, sind halt am höchst gelevelten. Weiterentwicklung von Libiscus, habe ich den Tag überlegt, wie das die Vorentwicklung hieß. Haben wir halt Funkensprung. Verflutung, ja gut. Nicht sehr effektiv, also von daher. Was? Verwandelt sich zu dem Typ Wasser? Interessant. Das heißt, Funkensprung ist keine Step-Attacke jetzt mehr. War ein Volltreffer? Okay. Mit Step wäre das natürlich jetzt so weg gewesen. Aber ich hoffe, das reicht jetzt trotzdem. Ja, wunderbar. Sehr schön gemacht. So, Luke, gönn ich mal kurz einen Supertrank, falls wir ihn brauchen, dass wir ihn einsetzen können. Und sonst für die nächsten Pokémon werde ich mal Finn auf die 1 nehmen. Ich möchte ihn jetzt so weit trainieren,
bis zu seiner Weiterentwicklung, weil die ist in drei Leveln, kann ich ruhig mal sagen. Level 41 entwickelt er sich. Bedeutet, er ist nah dran und dann soll er ruhig auch sein Level-Up dann da bekommen. Moment, denken. Seht ihr das da? Das ist ein legendäres Pokémon. WTF! Hier gibt es jetzt mehrere Wege. Einerseits hier nach unten. Das ist so ein Ast drin, aber hier geht es auch noch um. Ich setze mal einen Topschutz ein. Ich habe jetzt hier keinen Bock auf wilde Pokémon. Ja gut, ich habe sowieso Dings vorne. Indigo-Stück finden. Dann hoffe ich natürlich, dass hier auch dementsprechend ein gutes Pokémon eingesetzt wird. Von Pflanzen-Pokémon, Käfer-Pokémon oder Eis-Pokémon, das wäre schon nicht schlecht. Ganze Käfer oder Eis. Okay, es werden drei Pokémon eingesetzt. So, wer wird alles in den Kampf geschickt? Okay, Luke ist ganz vorne. Okay, okay. Ja gut, ist unser stärkstes Pokémon, also von daher ist das nicht schlecht. Allerdings Vibrava, was kann ich gegen Vibrava machen? Ich habe keine Eisattacke. Müsste René eigentlich mal nach vorne wechseln. Aber generell, ich könnte gegen das Ignivor oder wie das heißt, was macht? Ich glaube, das ist vom Typ Käfer. Aber da müsste ich Finn erstmal bewegen, dann kommt er in den Fokus und das will ich auch nicht. Er ist hier gerade der niedrigst gelevelte. Ich kann mir überlegen, was ich machen kann. Inferno trifft nicht alle. Dachtnebel auch nicht und Börde sowieso nicht. Wir schauen mal, was wir hier so reißen können. So, jeder hat einen Gegner, auf den er sich konzentrieren kann. Gut, das war nicht sehr effektiv. Okay, Flammkörper. Oh je. Erdkräfte auf Dings. Auf den. Oh je, je. Er überlebt knapp. Nitroladung. Oh, jetzt wird bestimmt noch von mir eingesetzt. Ich wusste nicht, dass der vom Typ Feuer ist. Ist ja interessant. Er setzt Grimasse ein. Auf wen? Auf René. Okay, Finn muss ich auf jeden Fall auswechseln. Und René eigentlich auch. Ach Mann. So, wen kann ich einsetzen? Vielleicht auch Michelle? Ja. Dann Luke bleibt drin. Der kann nochmal Funkensprung auf Flamara einsetzen. Oh ne, der muss auch ausgewechselt werden. So, Nico? Ja, zu Nico. Und wir sollen nur einmal jetzt hier angreifen. Gegen drei Pokémon. Flamara wird auf jeden Fall besiegt. Nitro-Ladung wahrscheinlich jetzt auf Nico, genau. Und nicht ganz so viel schauen. Selbst sich bei ihm eigentlich Initiative, okay. Erdkräfte wird abgeblockt. Hier wird für Feuerwerbe eingesetzt. So, das Flamara ist weg. Dann wird sich jetzt Michelle um das Vibrava kümmern. Die anderen beiden um das andere Pokémon. So, und zwar Feuer-Odin ist sehr effektiv. Drache auf Drache. So, Funkensprung. Und Psychokinese. Bin ich sehr gespannt. Luke wehrt die Attacke ab. Wunderbar. Feuer-Odin. Ah! Und er setzt auch Feuer-Odin ein. Ja, ist natürlich die klügste Entscheidung von ihm. Was sonst hätte er ja nicht machen können. So, er ist besiegt. Er hat eben angegriffen. Nico, richtig? Müsste eigentlich jetzt noch Luke. Wie brave, aber stimmt, ist ja überhaupt nicht wirksam. Ich habe ja sowieso das andere Pokémon ausgewählt, von daher war es ja von mir nicht geplant. So, dann
Knorscher auf die Frage. Ja, und er? Trainer. Michael greift eher als erstes an. Letztendlich haben wir es hinbekommen ohne einen Tod. Das ist die Hauptsache. Aber dennoch sind wir sehr stark angeschlagen. Dann erreicht Level 39. Sehr schön. Ja, jetzt Dankeschön. Eine Citrobeere. Sehr schön. Ah, Dreierkämpfe finde ich geil. Ein Top-Ether und kommen wir dort links hin? Ja, wir kommen dorthin. Das heißt, wir brauchen theoretisch eigentlich kein der Schneider. Jetzt ist aber die Frage, was erwartet uns da? Wird er gegen uns kämpfen? Wenn ja, dann muss ich mal kurz unsere Pokémon heilen. Ah, gut. Weiß nicht. Ich heile noch mal kurz Nico, aber ich möchte nicht so viele Tränke ausgeben, weil ich bezweifle, dass wir gegen ihn kämpfen. Weil der ist uns schon mal begegnet und das hat man noch nicht. Okay. Ich habe Angst. Falls er gegen uns kämpft, möchte ich Luke vorne haben. Wegen Donnerwelle. What the fuck? Echt jetzt? Echt jetzt? Ein Legi! Level 45, ach du alle Scheiße. Kobalium. Tolle Scheiße. Ach du alle Scheiße. Ich muss schauen, was der für ein Typ hat. Ich habe keine Ahnung. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich vorgehen soll. Ich kam leider nicht zum Zug wegen Donnerwelle. Kobalium. Stahlkampf. Stahlkampf bedeutet Feuer ist sehr effektiv. Wir können ruhig mit sehr effektiven Attacken angreifen, weil der ist next level über uns. Ich glaube, mit Finn sind wir hier sehr, sehr gut dran. Oder hat er irgendeine Eisenschäde? Hat er noch? Okay. Das ist aber nicht sehr effektiv. Oh je. Kann ich nochmal für den Flug einsetzen? Oh, wow. So, ich nehme mir jetzt auf jeden Fall einen Hypertrank. Supertrank wird jetzt hier nicht so helfen, wenn er nochmal Eisenschäder einsetzt. Und dann, ja, was denn? Wie viele Pokébälle haben wir überhaupt? Wir haben 6 Hyperbälle. Natürlich ist es mein Ziel, das zu fangen. Ist ja immer so, aber ich, wie gesagt, ich bin komplett unvorbereitet, sonst hätte ich ja auch Bälle gekauft oder so. Scheiße. Soll ich versuchen, Luke wiederzubleiben und voll zu heilen für Donnerwelle? Ich kann es versuchen. Haben wir einen Top-Beleber schon? Nee, leider nicht. Luke braucht auf jeden Fall komplette Kräfte. Aber dann muss ich auch jemanden opfern, weil ich kann nicht direkt zu Luke wechseln. Geht nicht. Ich habe doch hier noch eine Limonade. Ja, sehr schön. Die 3 KP, die könntest du mich ausmachen. Da brauche ich auch was Stärkeres. So, natürlich könnt ihr eure rechte Hand wieder einsetzen. Ach, wisst ihr was? Ich setze bitte rechte Hand oder so. Ja, natürlich, war klar. Vielleicht überlebt es Luke? Ja. Nochmal eine Limonade. Ich möchte ihn paralysieren. Das ist unbedingt mein Ziel. Was? Das zeigt nicht alle KP? Okay. Setz noch einen Hypertrank ein. Er muss
komplett bei Kräften sein. Komm, bitte rechte Hand oder so. Ja, sehr schön. Donnerwelle. So, ich wechsle wieder zu Finn. Weil Finn ist hier wirklich am besten. Da die Kampfattacken gar keine Wirkung haben. So, Bälle. Wird noch nur für den Meisterball, aber den will ich wirklich als letztes einsetzen. Guck mal, die KP, ganz, ganz wenig KP und Paralyse noch. Eins. Ah! Mann, oh Mann. Komm nochmal überall. Wir wasten ruhig alle. Das hätte zum Ende zum Part und das ist überraschend. Hey, ich komm. Ihr merkt das vielleicht, ich komme darauf wirklich nicht klar. So. Waste auch ruhig alle Hypertränke, ist mir in diesem Fall einfach scheißegal. Das, wir haben momentan genügend Geld. Ich kann nichts anderes einsetzen. Was haben wir denn sonst noch? Heilball, Luxusball, Netzball. Ist nur bei Wasser und Käfer, ne. Komm, komm, komm! Bleib im Ball! Eins? Zwei? Drei? Nein! Sancto-Klinge hat ein Glück keine Wirkung. Nur zwei Hyperbälle. Scheiße. Ich habe überlegt, ob ich mal Bälle einkaufen soll, aber dachte mir, ja, wir fangen ja eh keine die Mitglieder mehr. Nein! Mann! Letzter Hyperball. Komm, komm, du musst drinnen bleiben. Du musst drinnen bleiben. Ah, natürlich, beim ersten Mal, ja, natürlich. Fällt mir hier was runter? Wir haben keine Hyperbälle mehr. Vielleicht magst du den schönen pinken Ball. Wirst du auch sofort geheilt, das verspreche ich dir. Ja, war klar. War klar. Die am meisten jetzt effektiv sind, das sind die Superbälle. Ich habe auch noch ein paar Timerbälle, bedeutet nach so 40 oder 30 Runden ist ja auch extrem stark, aber na gut. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er Verzweifler einsetzt. Irgendwann kann ich ja auch nichts mehr einsetzen, sozusagen. Weil irgendwann habe ich ja keine Items mehr. Hier, na gut. Ich darf von einer Attacke einsetzen, ist ja down. Ja doch, heute. Vielleicht magst du einen Luxusball? Da ist viel Luxus drin. Einmalige Chance. Auch ein schöner, fetter Burger. Okay, der ist kein Burger. So, Paralyse wirkt auch mal endlich. Sehr schön. Bin auch irgendwie, ich weiß nicht, aber ich wechsle ab und zu doch mal gerne die Pokebälle. Und versuche es einfach mal mit schwächeren Bällen. Ja, aber wir haben mit den Superbällen fast keine Chance. Wir haben nichts anderes. Boah, ich warte. Irgendwann wird auch ein Volltreffer kommen. Sondern zwei Übertränke. Theoretisch könnten wir auch zu René wechseln. Bei dem sollten natürlich die Attacken auch sehr effektiv sein, aber. Er ist immerhin auf Level 45. Aber wir haben eine geringe Chance trotzdem mit den Superbällen. Mann, wieder so knapp! Komm, komm bitte. Alter, gleich habe ich auch keine Superbälle mehr. Dann habe ich nur noch Pokebälle. Alter, das Legi mit einem Pokeball fangen. Das ist meine Mission. This is our mission today.
Pokéball! Komm, schnapp sie dir! Ha, ich dachte kurzzeitig. So, letzter Superball. Komm, das ist der letzte Superball, wo du drinnen bleiben kannst. Also bleib bitte drinnen! Nein! Jetzt komm, wir müssen wirklich so lange. Also der Part wird hier schon mal Überlänge haben, das sage ich euch gleich. Also der hat ja jetzt eigentlich schon Überlänge, weil wir waren bei 20 Minuten oder so, wo wir drauf gestoßen sind. Oder fast am Ende des Parts. Das ist der letzte Übertrank. So, Superbälle habe ich nicht. Ich hätte gleich einen Flottball vielleicht einsetzen sollen oder so. Keine Ahnung. Ich versuch's mit einem Pokéball, derweile schaue ich mal kurz nach, wann die Timerbälle, so wie sie eine gute Wirkung haben. So. Zwischen. Wir sind bestimmt jetzt so bei mindestens bei der 10. Runde. Bedeutet. Dass jetzt die Fangrate so gesehen zweimal so hoch ist wie von einem normalen Pokéball. Weil jetzt so dreimal so hoch und ab 130 viermal so hoch. So, ja gut, hier kann ich immer noch nichts machen. Stimmt, René brennt ja immer noch. Cheat! Muss hier. Vielleicht ein Netzball, keine Ahnung. Ich will halt die wenigen Timerbälle, die ich habe, auch nicht gleich auch aufopfern. Wie sehen. Ich möchte die dann schon für ein Ende benutzen. Welche. Was. Wie hoch ist denn der Hyperball? Weil da hat es ja beinahe funktioniert. Hyperball. Da. Warte, ihr Beutel. Hyperball. Fangrate ist bei 2, glaube ich. Oder irgendwie zweimal so hoch als beim normalen Pokéball. So, das Problem ist, dass wir jetzt keinen Supertrank mehr, keinen Hypertrank mehr haben. Wir müssen mit Supertränken arbeiten. Bedeutet, wenn ihr jetzt nochmal einen Schädel einsetzt, muss ich nochmal einen Supertrank einsetzen. Er setzt rechte Hand ein, okay. Theoretisch könnten wir ja rechnen, wie viel Hyperbälle hatten wir, wie viel Superbälle hatten wir. Wir könnten jetzt sogar schon in der 20. Runde sein. Immer weiter, je höher ist die Fangrate. Das Timerball. Also ich war noch nie auf den Timerball angewiesen, noch nie. Ja, mit dem Pokéball, wir kommen dann nicht mehr zu den zwei Wacklern hin. Maximal ein Wackler. So, Pokéball ist weg. Luxusball, hier, hast du. Was hat denn René alles für Attacken? Schwertanz hat er. Mit Schwertanz, anderen Schwertanz machen. Ja, und eine Idee. Oder haben wir auch ein Pokémon, was die physische Verteidigung erhöht? Spezialverteidigung des Gegners wird gesenkt. Physische Verteidigung erhöhen. Einrollen. Ja, da. Theoretisch könnte man Jonas einsetzen und immer einrollen machen, dass sein physischer Verteidigungswert dann auf Maximum ist. Dass er bei uns kaum Schaden macht und wir machen immer weiterhin einrollen, bis wir wirklich die 20 AP verbraucht haben. Das ist so easy mein Alternativplan noch. Damit dann wirklich der Timerball die höchste Wirkung hat. Ich spitze jetzt darauf, weil. Jetzt die 5 Timerbälle zu verschwenden. Es könnte klappen, aber es muss nicht klappen. Und ich möchte die höchsten Chancen haben. Wisst ihr? Da kommt nochmal ein Eisenschädel. Jetzt wird er bestimmt rechte Hand einsetzen. Ich weiß es nicht. Ich wechsle mal zu Jonas. Dann machen wir das mal. Eisenschädel und Sanktuklinge sind beide physische Angriffe.
Okay. Okay, okay. Einrollen. Habe ich noch nie eingesetzt. Jetzt wird's mal Zeit. Uiuiui. Problem ist ganz einfach jetzt auch, weil ich halt keine stärkeren Heil-Items mehr habe. Muss hier mit Supertränken arbeiten. Bedeutet, er macht jetzt wieder Eisenschädel. Nochmal Supertrank einsetzen. Und die gehen ja auch irgendwann alle. Naja, war es eigentlich mein Plan, die Verteidigung möglichst hoch zu machen. Okay, gut. Paralyse. Sehr schön. Das heißt, ich kann nochmal einrollen machen. Ja, sehr schön. Das ist jetzt das dritte Mal. Dreifacher Verteidigungsboost. Sanktoklinge macht immer noch sehr, sehr viel Schaden. Aber mir geht es jetzt eigentlich auch um die Runden, die ich dadurch jetzt hier aufbrauche. Also sobald die Verteidigung auf dem Maximum ist, reicht das, denke ich. So, ruhig noch einen Supertrank einsetzen, sicher ist sicher. Aber wenn Jonas jetzt besiegt wird, dann ist doof. Dann ist natürlich die ganze Verteidigungsarbeit hinüber. Gut, er kann nicht angreifen, bedeutet, wir haben jetzt 4 KP. Wir können einen Rollen einsetzen, viertes Mal. Er hat rechte Hand eh eingesetzt, bedeutet, wir können nochmal. Dann nur noch einmal, dann ist unsere Verteidigung auf dem Maximum. Wenn wir wahrscheinlich jetzt an Eisenschädel sehen. Ja, genau, wie wenig KP das jetzt nur abzieht. So, das sind jetzt 6 AP gewesen, die wir da verwendet haben. Plus nochmal ein paar Mal heilen. Sind auch fast 10 Runden. Warum macht Sanktoklinge immer noch so viel Schaden? Ist bei der Attacke die physische Verteidigung egal? Kann natürlich sein. So, ich werde es jetzt mit einem Timerball probieren. Puh, wir müssten jetzt bestimmt bei den 30 Runden sein. Komm, komm, komm. Wir haben nur noch ganz, wir haben ganz wenig davon. Nein! Aber es ist schon mal besser. Man merkt, wie besser es ist. Ja, notfalls haben wir immer noch den Meisterball. Den will ich aber noch nicht verschwenden für sowas, so ein bisschen sozusagen. Ach man, ihr wollt mich verarschen. Nur noch 3 Timerbälle. Bevor ich den Meisterball verwende, will ich jeden einzelnen Ball aufbrauchen. Ah, sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Zumal Timerball ist bestimmt auf dem Maximum. Ich habe auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen, dass wir ihn leichter fangen können. Einschläfern haben wir keine Attacke für und außerdem ist er eh paralysiert. Er hat so gesehen halt schon eine Statusveränderung. Was uns nochmal hilft. Ey, nee! Will uns verarschen. Ich setze jetzt, bevor ich den Timerball einsetze, noch die restlichen Bälle ein. Bei wie vielen Minuten sind wir schon? 39, das könnten glatt 2 Parts sein. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Natürlich, was immer noch sein kann, ist Verzweifler. Davor habe ich richtig tolle Angst, dass Verzweifler eingesetzt wird. So, Netzbälle haben die Wirkung von normalen Pokebällen, wenn es halt kein Wasser- oder kein Käfer-Pokémon ist. Das ist Kampfstahl, wie gesagt. Ah, Sanktoklinge hat er immer noch. Jetzt muss ich nochmal kurz Jonas heilen. Und wenn das Pokémon besiegt ist, ist es weg. Es ist weg. Wir können das dann nicht nochmal fangen. Ich möchte schon jedes legendäre Pokémon schon gerne fangen. Gerade dieses hier, was gerade hier so auf dem Weg ist.
Es wird, ich sehe schon kommen, das wird zum Meisterball hinauslaufen. Dass ich den Meisterball einsetzen muss. Es war mehrmals so knapp. Immer drei Wackler. Bei Hyperball und bei Timerball. Ach, hör auf mit deiner Sanktuklinge. Wisst ihr was, ich wechsle kurz zu Finn wieder. Sehr schön. Da muss ich Finn kurz auch nochmal kurz sein. Aber nicht so schlimm. Da ist wenigstens Eisenschädel und Sanktuklinge nicht. So. Bälle. Der letzte Netzball, dann habe ich noch einen Flottball und dann nur noch kein Timerball. Flottball bringt natürlich jetzt überhaupt nichts. Vielleicht hätte ich den schon ein bisschen eher einsetzen sollen. Aber na gut, ab der vierten Runde macht er sowieso nichts mehr. Dann ist er nur noch wie ein normaler Pokéball. Ja, ein Wackler. So. Letzte Chance. Der letzte Ball, den wir haben, außer der Meisterball. Drückt die Daumen, Leute! Drückt die Daumen! Bitte, 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 bitte. Ja, natürlich geht's gleich raus! Wofür mache ich die ganze Scheiße hier? Leute, wir haben nur noch den Meisterball. Ich kann es nicht ändern. Ich wollte den sowieso eigentlich nicht so früh einsetzen, aber es geht nicht anders. Ich muss den Meisterball einsetzen. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Hier, Meisterball, Flieg und Sieg. War das spannend, ey. Zumal jetzt so viel Arbeit für nix. Wollte unbedingt nicht den Meisterball einsetzen, aber es ging nicht anders. Beim nächsten Mal werden wir, sobald wir im Poké-Center sind, wieder Pokébälle und so alles kaufen. Ich nenne den jetzt auch hier Meister, weil größten Respekt, dass du dich hier nicht in meine Bälle reingefangen hast. Du bist hier Meister wegen dem Meisterball. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und tschüss. Und viel Spaß mit dem langen, langen Part. Oder ich hoffe, ihr habt den langen Part genossen. So gesehen. Ach man, ich brauche jetzt eine Pause.